Hallöchen und willkommen, lieber Löwe. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Monatsbotschaft. Wir schauen heute gemeinsam auf den April 2024. Was halten die kommenden 30 Tage für dich bereit? Was darf kommen, was darf gehen, was darf bleiben? Da ist schon ein kleiner Stopp, das heißt, die erste Karte ist rausgefallen, den Rest werde ich ziehen. Da ein großes Thema des Monats. Benutzen werde ich heute das Orakel, hätte ich fast gesagt, das Tarot, Licht und Schatten von Chris Ann. Ne, werde ich auch wieder unter dem Video verlinken. Ich werde noch die eine oder andere Klärungsenergie, die eine oder andere Klärungskarte ziehen. Aber dazu dann, wenn es soweit ist. Okay, was ist hier los für Herr oder Frau Löwe? Was dürfen wir beachten? Was ist wichtig? Was wird vielleicht weniger wichtig? Wo darfst du dich drauf fokussieren? Dein Thema des Monats ist schon gefallen mit dieser Karte. Die Königin der Stäbe, du bist wichtig. Klare Botschaft, du bist wichtig, Legung beendet. Der Wahnsinn. Ja, also die Königin der Stäbe, Element Feuer, Löwe, Widder, Schütze. Viel Energie, Selbstsicherheit. Die Königin der Stäbe kann auch in Form eines Mentors, eines Coaches auftreten, ne, dass du selber hier in irgendeiner Form andere motivierst, andere wirklich auch in ihren Optimierungsprozess begleiten darfst. Okay, das haben wir so ein bisschen als Thema des Monats. Dann würde ich gerne weitermachen. Ich würde gerne noch eine zweite Karte ziehen, tatsächlich. Und da haben wir hier die Königin der Schwerter. Ja, wow, du bist total in der Königin-Energie. Herzlichen Glückwunsch. Also neben dieser Kraft, neben diesem Selbstbewusstsein, haben wir mit der Königin der Schwerter auch so das Thema Kommunikation. Klarheit, deine Gedanken. Ne? Du bist fokussiert, deine Gedanken sind sortiert. Also du könntest, man könnte meinen, du bist hier so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Steigst du hier empor? Es könnte wirklich jetzt schon dein Monat werden. Mit beiden Königinnen muss man aber auch sagen, Achtung, Achtung, beide sind sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst und scheuen auch nicht die Aktivität. Das heißt, du könntest mit deiner Kraft, mit deiner Impulsivität, aber auch mit deinen Worten, wenn ich auf die Königin der Schwerter schaue, den einen oder anderen auch mal vor den Kopf stoßen. Ne? Also da vielleicht immer mal regelmäßig auch Rückmeldung erfragen, ne, wenn du merkst, okay, jemand reagiert nicht so, wie du dir das vorgestellt hast oder es kommt gar keine Reaktion, ne, vielleicht einmal Rücksprache halten, dass das Thema der Empathie hier nicht zu kurz kommt. Ne? Einfach nur, das ist das, was ich hier gerade reinbekomme, dass du da für dich mal schaust und das sortieren kannst. Ja, wie sind denn, wie ist deine Wahrnehmung, dein Empfinden? Wie empfindest du den Monat April? Und da haben wir die 7 der Stäbe und dazu die 4 der Kelche. Okay, mit den 7 der Stäbe bekomme ich rein, dass du in so einer Verteidigungshaltung bist. Das heißt, du bist hier, verteidigst einen Erfolg, verteidigst dein Auftreten, aber auch so ein bisschen dich selbst. Ne? Hebst dich ab von anderen, ne? Distanzierst dich auch von der einen oder anderen Meinung. Distanz habe ich ja auch mit den 4 der Kelche. Ne? Das ist auch so ein bisschen so emotionale Distanz, emotionale Reserviertheit, ne? Dass man irgendwie einen Kelch ablehnt. Gefühle ablehnen. Du bist hier sehr mit dir, kriege ich rein. Sehr mit dir und in dem Sinne auch ja, sehr, sehr fokussiert und eher, ja, du kochst hier so dein eigenes Süppchen, könnte man auch sagen. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail, weil ich gleich das Lenormand noch mal dazu nehme. Möchte aber jetzt erstmal mit dem Tarot weitermachen, um hier die Grundenergien schon mal aufzuklären in den jeweiligen Bereichen. Deine Familie, ein Kärtchen, die 6 der Stäbe, Erfolg. Ne? Hier könntest du erfolgreich, du könntest selber eine erfolgreiche Präsenz haben. Wir haben wieder die Stäbe, das ist dein eigenes Element sozusagen. Ne? Du hast hier also Erfolg und diesen Erfolg teilst du. Ich gehe da gleich mal rein. Es könnte nämlich auch sein, dass eine Verbindung innerhalb der Beziehung wieder mehr von Erfolg gekrönt ist, dass man wieder sich mehr zeigen, mehr präsentieren darf. Ne, möglicherweise hast du dich lange angepasst und nun erscheinst du hier wieder in ganz neuem Glanz. Deine Freundschaften, da haben wir den König der Kelche. Ja, der König der Kelche sorgt dafür, dass Freundschaften sehr tief gehen, dass Beziehungen geheilt und einen gewissen Tiefgang erfahren. Eine Freundschaft, kriege ich rein, könnte sich ja auch intensivieren. Ne? Also hier kriege ich viel Raum für Gefühle, für Herzensenergien,
für Vertrautheit auch, ne? Dass man hier Vertrauen sich aufbaut. Der König der Kelche kann natürlich auch für einen Freund selber stehen, ne? Das heißt, möglicherweise ist das Wasserelement für dich relevant, Krebs, Fisch oder Skorpion. Diese Person ist emotional sehr reif oder du selber stehst eben als Berater in Sachen Herzangelegenheiten einem Freund, einer Freundin zur Seite. Deine Finanzen, deine berufliche Ausrichtung im April. Da haben wir den Page der Stäbe, das heißt, hier wird etwas aktiviert. Und wir haben die 5 der Stäbe. Du lernst dich zum einen zu integrieren, zum anderen dich aber auch durchzusetzen, dich abzuheben. Der Page der Stäbe, das ist jemand, der bringt hier Dinge voran. Du wirst aktiv, ne? Möglicherweise ist das auch etwas Neues, ne? Ein beruflicher Neuanfang beispielsweise. Mit den 5 der Stäben gilt es aber auch da, wirklich hier präsent zu sein. Ne? Präsent zu sein, dass du hier dich zeigst, dass du dich auch nicht irgendwie unter den Scheffel stellst, sondern ganz klar deine Vision hier angibst und einfach selbstsicher voranschreitest. Okay, bei anderen bekomme ich rein, das ist bei einer beruflichen Situation möglicherweise eine Neuorientierung, dass es hier auch ein Bewerbungsgespräch geben könnte, dass du dich in irgendeiner Form behauptest, ne, dass du dich gegen Konkurrenz jetzt beweisen darfst. Dann gehen wir mal weiter in den Bereich der Liebe. Da haben wir die 9 der Münzen. Und den Teufel. Eieieiei. Also mit den 9 der Münzen kriege ich hier Stabilität rein. Stabilität im Bereich deiner Beziehung, dass eine Beziehung nun auch Früchte trägt. Dann haben wir aber natürlich auch den Teufel. Möglicherweise hast du es mit dem Sternzeichen Steinbock zu tun. Oder Teufel, ne, irgendwie eine Person, die dich in irgendeiner Form in der Hand hat. Bei einigen könnte es sein, dass in der Liebe das Thema Manipulation, aber auch Abhängigkeiten, dass man dich versucht irgendwie zu manipulieren. Zum Teufel hätte ich tatsächlich jetzt gerne direkt mal eine Klärung. Dafür nehme ich wieder dieses Situation Love Oracle Deck. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, was hat es hier mit dem Teufel auf sich? Was haben wir hier für Energien? Ist der Teufel eine Person aus deiner Vergangenheit? Ist der Teufel eine neue Person? Was haben wir hier für Klärungen, für Botschaften? Aha, karmische Beziehung. Ja, ihr triggert euch gegenseitig. Also der Teufel ist auf jeden Fall eine Person. Dann meldet sich das Kärtchen. Abhängigkeit, Obsession, ne, ist auch eben so dieser... So diese, man ist so besessen von irgendwas, ne? Man ist besessen, emotional auch blockiert. Eine letzte und dritte Energie dazu. Pokerface. Aha. Okay. Also das finde ich jetzt wirklich schwierig, muss ich sagen. Das finde ich jetzt mal schwierig, das muss ich mal so sagen. Weil, ja, wir nehmen mal die 9 der Münzen mal kurz beiseite. Wir gehen jetzt mal nur auf den Teufel. Also du hast das hier mit einem karmischen Lernpartner zu tun. Ne? Eine Person, wo man sich gegenseitig triggert, wo man gegenseitig, ja, man muss auch ganz klar sagen, die negativsten Aspekte aus sich selbst herauskitzelt, also gegenseitig aus sich herauskitzelt. Mit der Addiction, ne? Ich kriege hier so eine Abhängigkeit, so eine Besessenheit rein. Aber das ist auch hier so Pokerface. Also möglicherweise ist der Teufel, wenn du in einer Beziehung bist, nicht dein Partner. Das muss ich dir so sagen. Also bei einigen kann es der eigene Partner sein. Ich kriege aber bei eher 70%, sage ich jetzt mal, kriege ich rein, dass das hier ein Mensch ist, der möglicherweise so ein bisschen Unruhe stiftet hier in deinem Liebesleben. Ne? Also hier auch... dass man hier irgendwie ja Masken aufsetzt, ne? Das ist Pokerface. Also man versucht hier etwas zu riskieren, lässt sich das aber nicht anmerken. Möglicherweise kommt der Teufel auf dich zu. Ne? Jemand versucht wieder in dein Leben Fuß zu fassen. Ne? Und ist aber, ja, das ist eine karmische Beziehung. Das ist ein karmischer Beziehungspartner von dir. Ne? Und dieser Mensch könnte hier einfach kommt nicht von dir los. Der kommt nicht von dir weg. Ne? Und deswegen kommt man jetzt hier aktiv auf dich zu, versucht hier in irgendeiner Form ein Risiko einzugehen, ist aber nach außen total cool. Okay, jetzt hätte ich das Ganze zu den 9 der Münzen auch. Ich habe ja gesagt, eine Beziehung, das war so mein erster Impuls, könnte hier fruchten, ne? Könnte hier wirklich, ja, das Schiff, ne? Man kommt voran, hier bewegt sich etwas.
Etwas stabilisiert sich, man kriegt aber auch die Ernte. Oh, man repariert etwas. Wow, du stehst hier, glaube ich, echt zwischen den Stühlen. Die Reparatur ist gefallen. Und das Thema Wahrheit ist wichtig. Wahrheit, es geht darum, dir deine Beziehung zu beschützen, wenn du in einer Beziehung bist. Ansonsten geht es darum, wenn du nicht in einer Beziehung bist, dass du dein Liebesleben als solches, dass du selber für Schutz suchst, dass du hier möglicherweise auch den Teufel mal endlich hinter dir lässt. Ne? Also hier darf etwas Früchte tragen mit den Neun der Münzen. Ne? Hier darf mit dem Schiff etwas vorankommen. Also man darf an einer Beziehung, man darf auch an der Art und Weise zu lieben, arbeiten, an etwas schleifen. Dafür spielt aber das Thema Wahrheit auch eine große Rolle. Ne, man muss sich hier etwas eingestehen, aber dadurch, dass man das tut, kommt man hier dann auch voran. Okay, Moment, das ist jetzt nicht so schön, wie das hier liegt. Moment, einmal hier. Dann nehmen wir mal so, die nächsten Energien. Okay, so, gemischt haben wir ja schon. Was ist denn deine große Chance im April? Der Tod, die große Transformation. Und die Kraft. Jo, du hast hier, das ist Skorpion, einmal deine eigene Karte, dein Löwe. Du kannst hier mit Hilfe einer Transformation, die du ganz klar durchleben musst, hast du hier die Chance, wieder zu Kräften und zur Selbstsicherheit zu kommen, ne? Mut zu gewinnen. Mut in eine Angelegenheit, Mut auch in deiner Selbstbestimmung, ne? Dich Dingen auch zu widersetzen. Aber in irgendeiner Form musst du dich hier nochmal durch einen Prozess durchgehen. Ne? Ich gehe noch gleich mal mit dem Lenormand rein. Ich hätte das ein oder andere hier gerne mal geklärt. So, wovor darf ich dich warnen? Den König der Münzen und dem Ritter der Münzen. Also ganz viel Münzenergie und Erde. Ne? Ich sag nur, wir hatten hier in der Liebe den Teufel, der ja für das Sternzeichen Steinbock steht, liegen. Könnte hier schon mal einen direkten Hinweis sein, ne? Dass man da so ein bisschen... ja, so ein bisschen aufpassen muss, dass allgemein Erdenergie für dich nicht das Beste ist im April. Ne, dass du hier von Erd, ne, guck da auch gerne mal auf das Mondzeichen, den Aszendenten oder die Venus, aber dass das Element Erde dir in irgendeiner Form nicht gut tut. Ich kriege aber auch rein, dass du mit dem König der Münzen, dem Ritter der Münzen auch dich nicht überlasten sollst, ne? Nicht zu viel... Nicht zu viel zögern sollst. Münzenergie ist immer so ein bisschen zögerlich. Ne? Also die Gelegenheit, ne? Königin der Schwerter, Königin der Stäbe, die Gelegenheit beim Schopfe packst, ne? Selbstsicher hervortrittst, nicht so viele Gedanken. Ich kriege hier so ein Zerdenken rein, obwohl wir hier nicht die Schwerter, sondern die Münzen liegen haben. Aber ne? Münzmenschen, sag ich mal, so diesen die klassischen, ne? diese klassischen Personentypen, ne? Danach legen wir ja eigentlich nicht, aber es gibt ja einfach so dieses klassische Bild, was wir haben. Die sind oft auch sehr, sehr vernunftorientiert, ne? Und man geht jeden Schritt einzeln, man zögert vielleicht nochmal, schläft eine Nacht länger drüber. Ich kläre das Ganze jetzt nochmal ab. Das Tarot könnten wir hiermit schon mal beiseite legen. Und zwar kläre ich das Ganze mit dem Lenormand. Dafür nehme ich wieder das 40 mystische Beginner Lenormand von dem Angelina Schulze Verlag. Das sind die Karten. Und da hätte ich jetzt gerne mal jede Energie so ein bisschen abgeklärt. So, Königin der Stäbe und Königin der Schwerter haben wir mit dem Reiter und Chancenangebote. Ne? Also du sollst hier deine Chancen und Gelegenheiten, ne, das ist ein bisschen, was ich meinte, nicht so viel zögern. Ne? Sei flexibel, sei wendig. Also ergreife Chancen, wenn sie sich dir bieten. Diese Chancen, da ist der Herr gefallen, könnte auch mit einer externen Person zu tun haben, vielleicht sogar mit einem Herzmenschen. Ich kriege rein, nicht so viel verkopft, mehr Herz, mehr Bauch. Okay, ja, es geht mit dem Klee um dein eigenes Glück. Okay, dann gehen wir mal weiter. Deine Wahrnehmung, dein Empfinden hier im April. 7 der Stäbe, 4 der Kelche. Ne, das sagte ich ja, das ist ja so dieses für sich selber einstehen, sich aber auch distanzieren, sowohl emotional wie eben auch von deinem Auftreten her. Was kriegen wir da rein? Da kriegen wir die Engelsflügel rein. Die Engelsflügel, ne, ist auch so ein bisschen dieser Beschützerinstinkt. Ne? Du hast das Gefühl, dich selber extrem schützen zu müssen im April. Ne? Sowohl emotional wie eben auch von deinem Wesen, ja, selbstbewusst, ne? Von deinem Selbstbewusstsein her. Dass es hier wichtig ist, auch mal
das für sich selber einzustehen und dieses Wissen soll ich dir mitgeben, du bist auch beschützt, du bist sicher mit den Engelsflügeln, ne? Du bist hier, du musst dir keine Sorgen machen, du bist auf der sicheren Seite und deswegen kannst du eben als Königin der Stäbe wie auch mit der Königin der Schwerter auch mal Risiken eingehen tatsächlich, ne? Auch mal deine Gedanken, deinen Kopf loslassen. Ja, in der Familie haben wir die 6 der Stäbe. Dazu hätte ich auch gerne mal eine Klärung. Die Fische. Jo, also hier fließt etwas, ne? Also fließen Gefühle. Das ist so ein bisschen die Tendenz, die ich meinte. Eine Beziehung könnte jetzt wieder von Erfolg geprägt sein. Du selber könntest dich auch wieder ins bessere Licht rücken in einer familiären Beziehung. Ne? Das ist das, was ich hier direkt so reinbekommen habe. Ne? So diese Tiefgründigkeit. Eine Beziehung, die vertieft werden kann. Es kann aber auch eben, die Fische stehen auch für die Finanzen. Es kann innerhalb der Familie zu finanziellen Erfolgen führen. Ne? Dass man das zum Beispiel für diejenigen, die vielleicht ein Familienunternehmen führen, dass es da innerhalb dieses Unternehmens zu Erfolgen kommt. Ne? Dass sich hier etwas zum Positiven verändert. Oder dass du finanzielle Unterstützung im Rahmen der Familie bekommst. Okay, dann gehen wir weiter. Deine Freundschaften und der König der Kelche. Oh, da sind zwei Karten. Eine habe ich gezogen, eine ist gefallen. Die Hand, Verantwortungsbewusstsein, aber auch das Thema Vergebung. Und der Schlüssel, ne, das ist das Zuversichtliche, etwas, eine Lösung in Betracht ziehen. Und diese Lösung kann hier zum einen sein, eine Freundschaft zu vertiefen, eine Freundschaft zu heilen und sich auch wirklich auf emotionale Ebene einer Freundschaft hinzugeben. Ne? Das Thema Vergebung. Möglicherweise musst du ja einer Freundin, einer Freundschaft vergeben, musst selber aber auch Verantwortung übernehmen. Also es ist ein Geben und Nehmen, ein Aufeinanderzukommen. Der berufliche, finanzielle Bereich, der Page der Stäbe und die 5 der Stäbe. Ne? Da sagte ich schon hier Aktivität, aber auch so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken, aber auch Teamfähigkeit. Ne? Zeige dich teamfähig. Ja, das Herz ist gefallen. Es könnte hier eine zum einen mit dem Page der Stäbe eine Herzensangelegenheit sein. Eine Herzensangelegenheit, die, ja, die für dich von großer Bedeutung ist. Ich bekomme mit dem Herz aber auch die Herzlichkeit. Ne? Zeige dich offen. Füge dich einem Team. Also du hast hier die Chancen, dich gut in dein Team zu integrieren, soll ich dir sagen. Ne? Das Herz ist eben selber deine liebevolle Seite, deine empathische Seite. Und mit den 5 der Stäben ist es eben auch die Teamfähigkeit. Ja, mehr soll ich dir offensichtlich nicht sagen. Nö. Keine andere Karte, vielleicht ziehe ich noch mal eine für mich so als Zusatzinfo. Das Haus, das ist das Thema Privatleben. Bei einigen könnte das Thema Homeoffice eine Rolle spielen. Aber eben auch, dass sich dein Privatleben in der Form positiv auf deine Finanzen auswirken darf. Okay, wir gehen weiter in den Bereich der Liebe. Da würde ich tatsächlich nur eine einzige Lenormand-Karte ziehen, weil wir hier schon so viele Informationen bekommen haben. Das verwirrt dann irgendwann. Schon wieder das Haus. Ja, Stabilität, Sicherheit. Also das ist das, was ich hier mit den 9 der Münzen reinbekomme. Du reparierst oder arbeitest aktiv entweder an einer bestehenden Beziehung oder an einer Beziehung, die für dich von relevant ist. Das Ganze darf sich damit auch stabilisieren. Dann hätte ich jetzt zum Teufel auch gerne meine Energie. Teufel, Thema Gesundheit. Aber auch Wachstum, Stabilität. Es könnte sein, dass du dich zeitweise, wenn du in einer Beziehung bist oder auch allgemein mit deinem Liebesleben gelangweilt fühlst und dich deswegen zum Teufel so ein bisschen hingezogen fühlst. Ne? Also da bitte aufpassen, das ist hier ganz viel manipulative Energie, die ich da reinbekomme. Ja, zur Kraftkarte und zur Todeskarte läuft das Schiff in den Hafen, genau. Haben wir das Schiff. Mit dem Schiff kriege ich zum einen natürlich das Thema Sehnsucht, zum anderen aber auch das so, dass man eine Distanz überwindet. Und mit dem Tod, ne, geht es ja auch darum, dass Teile und Glaubenssätze in dir sterben dürfen, damit du mit der Kraftkarte wieder hier in deine Energie kommst. Also du bist hier, du überwindest eine Distanz zu dir selbst, eine Distanz zu deinen Träumen, zu deiner Wunscherfüllung. Zu dem Schiff noch eine Klärungsenergie. Schon wieder das Haus. Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Ihr seht, ich mische hier in einer Tour. Ne? Also es hat jetzt hier nichts. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass ich das Haus einfach mal hinlegen soll.
Ja, also in deinen, es betrifft hier sehr dein Privatleben, ne? Also diese Chancen, die du hast, dass du mit dieser Transformation, dieser Veränderung, ne, zu Kräften kommst, und diese Kraft bedeutet eben auch, dass du für dich selber wieder neu lernen darfst, einzustehen. Ja, König und Ritter der Münzen, ne? Da wollte ich ja auch gerne noch mal was geklärt haben. Da haben wir einmal das Buch. Das ist so ein bisschen dieses Unbekannte, ne? Dieses Unbekannte, aber auch neues Wissen, was du bekommen kannst. Die Wege sind neue Optionen, neue Alternativen. Ne? Und ich hatte dir ja gesagt, du darfst aufpassen, ne? Nicht so verkopft zu sein. Ne? Und so ein bisschen, ja, du sollst quasi nicht so verkopft sein, was neue Entscheidungen an betrifft, neue Wege, ne? Etwas, was für dich unbekannt erscheint, sollst du nicht zerdenken. Du sollst dich drauf einlassen, sagen die Karten. Okay, sehr schön. Dann würde ich jetzt gern nochmal eine Energie hier ziehen, und dafür nehme ich jetzt mal, dafür nehme ich mal ganz viele Karten, die ich alle direkt mal runterschmeiße. Ich nehme das Orakel der Rose von Rebecca Campbell und Katie Louise. Und da ist auch ein Kärtchen gefallen. Und die zeigt sich sogar. Und wenn sie sich zeigt, obwohl sie auf den Boden fällt, dann soll sie hier mit rein. Es ist die Krönung. Einweihung, Schwellen, Geburt, Wiedergeburt, ein Platz an der Tafel. Wow, ja, du kannst deinen Platz wieder behaupten, lieber Löwe. Dein Platz, ne, am Tisch, du kannst wieder hier zu deiner Kraft kommen. Wiedergeburt ist ja auch direkt hier mit der Todeskarte, ne, mit der Karte, die wir hier haben, Tod, Wiedergeburt, haben wir auch das Wort Wiedergeburt sogar stehen. Also du könntest dich wirklich wie neu geboren fühlen. Auch die Dinge in deinem Leben könnten sich wie neu geboren. Du kommst wieder zu neuer Kraft. Du bist hier, ne, Löwe ist ja auch so, ne, so Herrscher mit im Tierreich, und du kommst hier wieder in deine Energie, ne, in deinen Selbstwert, in deine Selbstsicherheit. Sehr schön, freut mich auf jeden Fall. Und diese Legung wäre nicht die meine, wenn nicht auch die Einhörner eine Rolle spielen würden. Das Orakel der Einhörner, die Magie der Einhörner von Diana Cooper, nehme ich dazu zur Hilfestellung, und schauen wir mal eben die Energien an. Was haben wir hier? Welches Einhorn unterstützt dich? Die Einhörner müsst du dir so ein bisschen wie beste Freunde vorstellen. Beste Freunde, die sich mit dir an den Tisch setzen und dich unterstützen. Das Einhorn 25, das Einhorn der liebevollen Gemeinschaft. Nimm teil und gehöre dazu. Mach dein Leben reicher. Ja, ne, mach dein Leben reicher. Hier das Thema Team kriege ich rein, Teamfähigkeit. Ne? Gehöre dazu, verschließe dich nicht. Ne? Soll ich dir auch sagen, zerdenke nicht, sondern lebe den Moment. Die Nummer 25 wird zur 7. Das ist die Wagenkarte der großen Arkana. Und dabei geht es darum, voranzukommen, Dinge voranzutreiben, aber auch hier den Fokus wieder zu behalten. Und der Fokus soll bei dir sein, lieber Löwe, sagte das Einhorn, auf die Gemeinschaft. Also dich in irgendeiner Form auf etwas oder jemanden wirklich aktiv einzulassen. Das waren die Energien, lieber Löwe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Lass es mich wissen. Sollte dir diese Legung gefallen haben und du möchtest das Ganze mal in individueller Form haben, lade ich dich ein, eine persönliche Legung hier auf meiner Website zu buchen. Ist verlinkt unter dem Video. Ansonsten lass mir gerne Kommentare, gefällt mir Angaben oder auch Abos, wenn du noch kein Abo abgeschlossen hast hier auf meinem Kanal. Kostet dich nichts. Lass es mir gerne da, dann würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Meine kleine Welt wächst hier und ich bin sehr dankbar und freue mich einfach, dich hier an Bord zu haben. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.